zwei Gegner jetzt gewesen zu dritt. Den sollten wir wieder gut schaffen können. Das ist mehr als nur gut. Vom Level her hätte ich uns wieder als Special-Gegner eingeordnet. Von dem ich mich eigentlich fernhalten soll. Aber vom Kampf her, von dem, was er drauf hat, war das eigentlich gar nichts. Wie gesagt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, woran man sehen kann, ob es sich um Special-Gegner handelt oder nicht. Ich konnte eure Kommentare noch nicht lesen, falls ihr schon die Kommentare geschrieben habt. Also macht selber Aufnahmesession ist. So, perfekt. Nochmal drauf. Das ist der erste Punkt. Weg. Jawohl. Dann der hier. Vorher eingetreten, was zu haben, ist der Gott, wenn ich den machen. Und dann. Nice job. So. Und hier noch die Ader abbauen. Weitere Windätherstein. Oder Ätherkristall. Der Grund, große Windkristalle. Warum kriegen wir von den Windkristallen immer große und von den anderen immer nur kleine? Ja, was man damit machen kann, habe ich eh noch nicht so ganz kapiert. Da könnte man wohl irgendwas herstellen. Aber bislang habe ich es nicht gebraucht. Hier ist noch ein Special Item, ein Stahlkäfer. Dieser Gang ist extra nur für den Stahlkäfer da. Vielleicht bringt er uns später irgendwas. Aber da hätten wir eigentlich eine Vision gehabt. Die hatten wir ja nicht. An ether rifle. Gaddo! Sharla, wait! Gaddo! I know that voice. Medic, is that you? Atharon! That's our cue, right? Oh, yeah. Yeah. Ein Gerdot. Wir haben einen Gast dabei. Wunderbar. Heißt uns also, dass alle Leute, die uns als Gäste angezeigt werden, werden wohl in Zukunft nicht in unserem Team mitkämpfen, beziehungsweise keine festen Teammitglieder, wie man hier sieht. Und die Michael, da können wir keine Fähigkeit mitmachen, die kämpfen einfach nur so mit. Wir werden wohl keine festen Teammitglieder. So, wir sind absolut kein einziges Level an der Level, wenn ich mir so angucke. Die Gegner sind Level 21, wir sind Level 21. Also wir sind auch überhaupt nicht overlevelt, wie ich das schon zwischenzeitlich jetzt gedacht hatte, weil wir so viel nebensächlich gemacht haben. Eine Heilung wäre ganz cool, gibt es jetzt leider gerade nicht. Energieschuss auf uns, das ist blau, Äther, also ein Ätherangriff. Ein Ätherangriff soll ja wenig, also wir bislang wenig gegen machen können, wurde mir gesagt. Außer uns gegenheilen. Also heil mich mal bitte. Jetzt geht der Energieschuss auf Sharla. Aber viel Damage hat er ja nicht gemacht. Als nächstes kommt der nächste Energieschuss wieder auf Sharla. Das könnte jetzt schon etwas kritischer werden. Okay, jetzt geht's auf Ryan. Der hält das aus, da brauchen wir gar nichts gegen machen. Nein, jetzt habe ich ihn gewarnt. Scheiße. Ja, dann wehr das ab. Sharla ist down? Oh. Geh mal wieder auf. Heil dich auch. So. Und damit sind noch die Kleinen da. Drecksviecher hier.
Wo ist denn eigentlich unser Gast im Kampf? Ich sehe den gar nicht mehr. Ja, rein. Noch ein bisschen Heiler, wie ich sehe. Haben wir aus der Luft geholt. Erledigt, dann wäre es nur noch einer. Das wird jetzt kein Problem mehr sein, aber ich gleich mal. Euch mit dem starken Schlag drauf. Naja, den brauche ich nicht. Ich spreche mir lieber meine Energie für den nächsten Kampf aus. Dass ich da wieder aufmuntern kann. Und so, unsere Freunde machen momentan kein Damage mehr. Brauchen sie aber auch nicht, der Kampf ist jetzt eh gleich vorbei. So. Medic, why are you here? Sir, isn't Gaddo with you? Der macht's wohl nicht mehr. We have much to discuss. You'd better come with me. Sir. So, Juju has been taken by the bronze-faced one. Sir, what about Gaddo? Gaddo is gone. Gone? What do you mean, gone? Gaddo and I planned a surprise attack to set everyone free. But we failed miserably. When I woke, Gaddo was nowhere to be seen. Das heißt aber nicht, dass tot ist. Only his rifle remained. But he is alive. I can feel it. We may not be joined by blood, but he's like a son to me. I'd know if he were dead. Oh. Some of the people in Colony 9 got eaten. Ryan! Sorry. I forget I said that. They don't kill Homs right away. If that bronze-faced one took him, we still have some time left. Are you sure? Boy. That blade was once Dunban's. I'm not sure why you have it, but we're going to need its full power. You can count on me. We're heading for the central pit. It's where they take all the Homs they kidnap. If Juju's alive, that's where he'll be. Gather your things, we're moving out. You say something, Shulk? No, no. It's nothing. Forget it. Warte mal, irgendwo hier ist... Ich sehe nichts. Dreh die Kamera. Hier ist ein Harmoniegespräch. Können wir tatsächlich... Ne, wir erfüllen noch nicht die Bedingung. Wir brauchen zwar Schulk, aber die Harmonie ist noch nicht richtig. Immerhin haben wir hier immer die Möglichkeit, mit einem jetzigen Teamkameraden was auszurichten. Aber wie gesagt, momentan sind wir noch nicht harmoniestark genug. Wird wohl später was werden. Okay. Machen wir uns mal bereit. Dort unten müssen wir lang.
Hat der alte Mann sich eben geopfert in unserer Vision? Hurry it up, slow coach. What's wrong? Jojo! Gaddo! This is for you! What can it mean? This is for you. Is Juju already dead? Or is he going to be killed? Is that why Atharon? But then, what does that mean? If we keep moving, is Atharon really going to die? No! What's wrong, Shulk? This battle is for my people. If you can't handle it, drop that weapon and head home. That's not it. It's just that... Out with it! Listen, maybe we shouldn't just rush in head first. What? We got this far. I think we should observe them and plan our attack afterwards. You insolent! We don't have that kind of time! You don't know a damn thing about these machines. I have observed their movements. I've planned this attack for a month. I know full well what's going to happen to my brothers and sisters. It's just... We're going. Fall in, medic! Sir, what's got into you? A vision again. Don't tell me, another death. Yeah. I knew it. The Shulk I know doesn't just chicken out for any old reason. This vision, was it like before? Kind of. I saw an underground ether river. And Atharon. Huh. An ether river. You know what? That sword lets you see the future. All that power, and you still keep getting it wrong. Better to use my brain than my fists. Shulk, I may rush in head first, but at least my head's useful for something. Okay, I get the idea. I ain't done yet. You're useless on your own, Shulk. That's why we're here. Ryan, Next time you have a vision, you tell us. We bear the burden together as a team. You have a vision you don't like, we'll change the future together. Got it? Got it. What was that? Say it like you mean it. I got it, all right? Next time I'll tell you. He's right, Shulk. You two saved Juju once before. I know we can do it again. I believe in you. Thanks. They're right. We'll change what happens. Anyway, I didn't see Juju and the others dying. There's still hope. Okay. Dann mal los. Hier gibt's ein weiteres Harmoniegespräch. Aber wieder mit Keimen, die wir bereits haben. Unser Weg führt uns gerade straight durch diese Höhle. Level 22, wir sind schon wieder an der Level. Wir müssen ihn mitnehmen, damit wir auch Level 22 werden. Der ist relativ stark, ist das wieder einer von den Zwischenbossen? Woher kenne ich das denn, verdammt? Der ist nur ein Level über uns. Der sollte eigentlich nicht so viel stärker sein als wir, aber trotzdem benimmt er sich so, als wäre er zu stark. Weil es hört sich an, als wenn es ein bisschen Zwischenboss wäre, aber ich sehe halt nicht, woran man das erkennt. Am Level selbst erkennt man es ja nicht, weil Level 22er sollten wir eigentlich leichter platt machen als den hier. Hilfe. Er ist gut, wenn du die Aufmerksamkeit auf dich ziehst, wenn mich einer heilt. Ja, das ist gut. Bin wieder rein. So, dann heilen wir uns selbst nochmal kurz. Nochmal drauf. Don't give up. I'm powering up. Ah!
Oh, danke. So, so, und jetzt kommt was? Es ist ein roter Angriff. Oh, rote Angriffe sind scheiße. Hilft ihn um. Du hast doch eine Schildattacke, nicht wahr? Block die mal, dann kriegst du nur die Hälfte an Damage. Und heil dich. Dann würdest du quasi fast gar keinen Damage bekommen haben. Tau drauf, jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt kommt allerdings erst nochmal wieder ein roter Angriff auf uns. Mit dem roten Angriff können wir nicht viel machen. Jetzt geht der rote Angriff auf Schala. Jetzt geht der rote Angriff wieder auf uns. Verdammt, hätte ich das gewusst. Irgendwie konnte er doch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, oder? Du bist immer in der Tank, also zieh die Aufmerksamkeit auf dich. Donnerbolzen, das ist eine Attacke, die wir definitiv mit unserem Schild abwehren können. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich eh gleich down ist, machen wir noch kurz so, damit sollte er keinen Damage bekommen. Und wir besiegen aber trotzdem. Sehr schön, alle Level 22. Eine neue Technik erlernt. Und was Schönes gefunden. Oh, oh. Verdammt. War das gut, hier runter zu springen oder eher nicht so? Nehmen auf jeden Fall erstmal die Eisäther-Ader hier mit. Zwei große Eisäther-Kristalle. Folgen wir dem Weg, der hier gerade nicht mehr weiterführt, weil wir dummerweise runtergesprungen sind. Aber da vorne geht es auch wieder hoch, wenn ich das auf einmal richtig sehe. Testbohrungsgrube 4. Ja, hier sollten wir richtig sein. Und das ist die große... Ist das nicht die große Ätherader da unten, die wir in unserer Vision gesehen haben? Oder ist es einfach nur eine Schlucht? Das Ding ist offen. Ist wahrscheinlich nicht so schlecht, dass das jetzt aufgegangen ist, aber eigentlich nicht das, was ich damit bezwecken wollte. Was ist in die Richtung hier? Nur ein Item. Ist das ein Quest-Item? Wieder ein Stahlkäfer. Warum sind Stahlkäfer immer am Ende von Sackgassen? Sind das besondere Items? Ich hab keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. So, Item, nimm mit. Wieder eine rote Spule. In der letzten Vision hieß es, das wäre die zweite rote Spule. Jetzt haben wir die erste rote Spule gefunden. Vielleicht brauchen wir ja nur zwei. Seid ihr aggressiv? Ihr seid friedlich. Alles klar. Das ist wieder ein wichtiges Item. Der dritte Liebeskranich. So. Damit machen wir Pepa glücklich. Okay, wir müssen irgendwann mal Pepa kennenlernen. Toll. Gut, dass ich weiß, dass wir Pepa kennenlernen. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Eis mit hier. Noch einen großen Eiskristall. Und noch einen großen Eiskristall. Mekon. Wenn wir hier runterfallen, sehen die uns ja nicht. Sind wir jetzt wieder hier am Anfang? Oder sind wir wieder am Anfang? Wow. Also sind wir jetzt wirklich im Kreis gerannt. Ich weiß, die anderen können kein Damage machen, aber wir kriegen ihn auch locker so. Okay, nehmen wir alles. Das war das Harmoniegespräch, wo keiner mitmachen konnte, ne? Ja. Nehme ich jetzt mal den mittleren Weg. Jetzt müssen wir genau denselben Weg gegangen, ne? Jetzt bin ich wieder hier. Hier war ich doch schon. Es ist ein Labyrinth. Ne, hier war ich noch nicht. Da sind wir richtig. Ah, gut, wir haben den Weg gefunden. Und dieses Tor haben wir ja gerade erst aufgemacht. Das heißt, ich glaube, es war ganz korrekt, dass wir erst den anderen Weg gegangen sind, um dieses Tor hier öffnen zu können. Und dann in die Zentralgrube kommen zu können. Wir sind immer noch am Bein von Bionis, beziehungsweise mittlerweile relativ weit oben am Bein.
We're here. The central pit. Where are they all? I don't see anyone. We'll take that lift. I'm ready to mash some mech on. Yeah. Juju, Atharon, just hold on. Okay, da habe ich wohl unterbewusst alles richtig gemacht. Wir waren nämlich erst da oben, haben die Tür hier geöffnet und jetzt können wir die Tür durch und können jetzt da runterfahren. Sehr schön. Aufzugknopf. Aktivierungsknopf. Zentralgrube Ebene 1. Okay, die Zentralgrube scheint wohl etwas größer zu sein. Nehmen wir den Ätherkiesel hier mit. Stürzen Sie den nächsten Mocker und Kampf. We can't lose! Don't let a single one escape! Let me at him! Diesmal sind es zwei, da machen wir lieber mal alle kampfbereit. Das war's jetzt mit dir schon mal. Shala, great attack! I think we can do it! Scream down! Fire! Yeah, I'm turning up the heat. That's what I need. How good are we? Gotta cool off! All right, we can do it! Yeah! All together now! Für den Ende. Oh yeah, baby! Ryan, nice one! Leave it to Ryan! Der schon gerade in der Nähe ist. No! No way! Scream! No way! What? Yeah! Go! Up! Now! Oh, this place is going easy on us. Cool. Let's keep this up. So und so. Und es ist ein Viech, das die Ätherader beschützt. Ich glaube, wir müssen da lieber in die Mitte. Jetzt kommen wir bis zum Äther. Ich glaube, es ist doch Ebene 1 und dadurch, dass es Ebene 1 heißt, müssen wir vermuten, dass es mehrere Ebenen gibt. Und sonst wäre der einzige Damage machen, ja? Ich hab vergessen. Wünscht sich aber jetzt auch schon fast gar nicht mehr, das zu ändern. Das muss ich schon halb down. Kann ich lieber nochmal ins Schwanken bringen, wenn die einen Damage machen wollen, dann werfen sie ihn halt um. Ja, hier war es schnell nochmal. Und dann haben wir noch schön. Not even a challenge. Nice job. We make a great team. Okay, dann jetzt ab in die Mitte. Oh, tot. Mann! Das überleben wir. Das überleben wir. Das überleben wir definitiv. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich dachte schon, das überleben wir wirklich. Dachte ich, dass wir jetzt hier so ein bisschen abgebremst wurden. Das wäre es jetzt aber auch gewesen. Ja, haben wir nicht überlebt. Wunder. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja. Wäre es eigentlich praktischer, den anderen Weg zu nehmen? Oder eventuell auch nicht? Wir sind wieder hier oben. Okay, dann würde ich, glaube ich, sagen, es ist eigentlich eine gute Stelle, um die Party zu beenden, diese Aufnahmesession. Und beim nächsten Mal sich hier weiter umzuschauen. Wie gesagt, die nächste Aufnahmesession wird vermutlich im Livestream sein. Ich überlege gerade kurz, ich nehme das hier jetzt am Montag auf. Das heißt, ich werde den Part, wenn es gut läuft, auch noch heute hochladen. Dann habe ich für Dienstag, für Mittwoch und für Donnerstag einen Part. Hätte dann also für Freitag keinen mehr, weil ich heute 4 aufgenommen habe. Entweder ich werde in der Woche doch noch eine Aufnahmesession so aufnehmen und dann die übernächste Aufnahmesession erst im Livestream machen. Oder Freitag wird der Part einmal kurz aussetzen. Oder heute wird der Part einmal kurz aussetzen. Ist jetzt egal. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, bis dann und auf Wiedersehen.